wurde aufgezeichnet, wie hier verschiedene, zum Beispiel bei den Buchstaben, hier verschiedene Zirkelschläge dann gesetzt werden sollten. Irgendwann fiel es dann an amerikanischen Kalligraphen Edward Carthage, der Schildermaler war, die Schuppen vor den Augen, als er in Rom war und die Inschriften sah, sagte, das ist ja alles aus dem Pinsel entstanden. Da hat keiner irgendwelche Schablonen oder so hingesetzt oder Zirkel angesetzt, sondern die sämtlichen Buchstabenformen, zum Beispiel diese Riefen, sind eben aus diesem Strich entstanden. Und der Mali zum Beispiel, wenn ich einen Strich, jetzt sehen wir schon, wie sich hier unten die Farbe ansammelt, wenn ich so einen Strich aus Papier oder an eine Wand setze, dann läuft mir natürlich die Farbe hier runter. So ist diese Serife entstanden, das sogenannte Füßchen, mit einem kleinen Schisslerweng namens der